So don't act like it. And please don't treat me like I'm your sidekick. Einer der Lieblingsbeweise ihrer Erdballtheorie ist die Fähigkeit der Schiffe und Flugzeuge zur Umrundung. In rechten Winkeln zum Nordpol zu segeln oder fliegen und zum Ausgangsort zurückzukehren. Da der Nordpol und die Antarktis eisbedeckt sind und bewachte Flugverbotszonen, haben jedoch bekanntlich keine Schiffe und Flugzeuge je die Erde in Nord-Süd-Richtung umrundet. Die Antarktis wird nur für friedliche Zwecke genutzt. Es werden unter anderem alle Maßnahmen militärischer Art wie die Einrichtung militärischer Stützpunkte und Befestigungen, die Durchführung militärischer Manöver sowie die Erprobung von Waffen jeder Art verboten. Es gibt keine Flugverbotszone über Antarktis, aber wie sieht es mit der Arktis, also Nordpol, aus? Flugroute Vancouver nach Moskau. NATO probt Arktis-Verteidigung gegen Russland, veröffentlicht am 25. Mai 2015. Das fiktive Szenario sei die Durchsetzung einer Flugverbotszone, wie sie in etwa nach einem UN-Mandat 2011 in Libyen eingerichtet worden sei, sagte der stellvertretende Manöverleiter Karl-Johan Edström nach einem Bericht des schwedischen Rundfunks. Und genauso fiktiv sind die Flacherdlinge-Geschichten.